So, schauen wir mal, wie es hier schön weitergehen kann. Also wir haben den Hamster, die Schnur, knusprig warme Hamster. Können wir hier überhaupt jetzt noch was machen? Ich glaube nämlich nicht. Gucken wir mal, was wir mit Hoagie machen können. Den Brief erstmal wieder zu Bernhard. In den Laborkittel können wir auch was mitmachen. Da schauen wir jetzt erstmal. Genau. Da müssen wir, glaube ich, in die Tür. Nee. Was hier? Ja, und zwar müssen wir den mal hier beim Ben, guten alten Ben, ich hab abgeben. Hier was für dich, Mister. Mister. Mr. Superhirn? Gib schon her! Gehört das nicht jemandem? Ja, Red Edison. Aha! Tut mir leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen. Wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Eureka! Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Nein, da kommt nichts. Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal. Warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Alles klar, Lasagne. Hoffentlich. So. Alles klar, Lasagne. Dann benutzen wir mal unsere Superbatterie mit dem... Und drück. Jetzt. Ja, es klappt. Yippie! Er fliegt so seltsam. Du hast es. Bleib so. Er ist zu schwer. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Moment noch, Ben. Bleib so. Er bricht aus. Er bricht aus. Renn um dein Leben. Na, das war interessant. Jau. Kann ich den Drachen mal kurz sehen? Nein, den nehme ich jetzt mit in mein Labor nach Philly, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Wünsch mir Glück. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Hoagie, Sir. Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Hoagie. Ich verspreche, mal eine Erfindung nach dir zu benennen. Hey, danke. Ja, beim Weggehen hat er jetzt natürlich unsere Superbatterie fallen lassen. Die nehmen wir jetzt schon mal wieder. So, jetzt muss ich erstmal wieder überlegen. Scheiße. Ah, wir brauchen die Zähne vom Pferd auf jeden Fall. Ich guck mal eben. Genau, da ist das Textbuch. Gib Textbuch an Hoagie. Und wir haben den Brief. Gut. Also wir brauchen immer noch diese Unterschrift von Dr. Fred. Da schauen wir mal, ob wir uns die nicht irgendwie besorgen können. So, reden wir mal mit Dr. Fred. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Unterschreiben Sie oder ich werde echt verrückt. Unterschreiben Sie oder ich werde echt verrückt. Und was dann? Bist du nicht mehr mein Freund? Ich glaube, das hatte ich aber schon mal. Okay, würden rede Sie mit bitte Dr. den Fried. Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Vergiss es. Ich werde mich selbst um Pupo kümmern. Ich glaube, das ist der einzige, den wir noch nicht probiert hatten. Vergiss es. Ich werde mich selbst um Purpur kümmern.
Oh ja? Wie? Das nehmen wir. Ich lasse Purpur für verrückt erklären und verhaften. Ich starte eine Petition zur Verbannung aller Tentakel. Ich bestach Purpur Tentakel ganz einfach. Ich bestach Purpur? Das passt doch gar nicht. Ja, egal. Ich glaube, ich kann nicht. Hey, du bist in meinem Verein. Wir nehmen das Erste. Ich lasse Purpur für verrückt erklären und verhaften. Das ist eine gute Idee. Aber ich brauche einen Zettel, unterschrieben von einem Doktor. Oh! Hey, ich bin Doktor! Wir haben Glück. Nun, viel Glück! Ja, und schon haben wir die Unterschrift, würde ich sagen. Gehen wir das Ding mal an Hoagie. Der muss es nämlich abschicken. Damit es auch rechtzeitig früh genug ankommt. Genau, müssen wir so sagen. Früh genug, ja. So, benutze Vertrag mit Briefkasten. Zack. Und Fähnchen hoch. Und da ist schon der Pony Express. Ja, was gibt's? Hallo, ist dort Dr. Fred Edison? Was glauben Sie, wen Sie angerufen haben? Dr. Spock? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier ist Fairly Croc von LucasArts. Ich habe gerade Ihren Vertrag unter einigen sehr alten Akten gefunden. Und nun, unsere Anwälte meinen, dass wir Ihnen 2 Millionen Dollar Tantiemen bezahlen müssen. Nun, weil wir Ihre Familie in dem Maniac Mansion Videospiel benutzt haben. Was? Hier ist Fairly Croc. Das habe ich gehört, Sie Schwachsinniger! Wann bekomme ich mein Geld? Natürlich, sofort. Es ist Ihrem Schweizer Konto gutgeschrieben worden. Fräulein! Bitte ein Reisebüro! Das ist ein Notfall! Ja. Haben wir die Edisons schon mal glücklich gemacht? So, schauen wir mal, ob wir hier... Moment, ich muss jetzt erst überlegen. Wie wäre es mit einer Bestimmung, dass der Präsident ein Mensch sein muss? Bitte, wir versuchen ernsthaft zu sein. Okay, hast ja recht. Naja, so schlecht war ja die Idee, nicht? Ach, was war das denn noch? Scheiße. Ah, ja, ich habe eine Idee. Genau, wir müssen der Katze nämlich noch die Maus klauen. Und ich glaube, dazu müssen wir uns ins Bett legen. Benutze Netzbett. Genau, und jetzt müssen wir die... Moment mal eben. Klonk. Okay, reagiert die Katze nicht drauf. Benutze Netzbett. Okay. Hoppla. Wie war das denn noch? Benutze... Nee. Ziehe. Wohin damit? Da, genau. Hört sich an, als hätte die Katze eine Maus gefangen. Puh. Yo. So, jetzt klappt's, glaube ich. Nimm Spielzeugmaus. Zack. Jetzt haben wir sie nämlich. Und die Katze verarscht. Tschüss, Katze. Wer braucht nochmal die Maus? Ich glaube, Laverne braucht die.
Ich bin mir aber nicht sicher. Ich gebe sie erstmal rüber. Das alles brauchen wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall die Zähne noch.